Wir von CrossNews sind heute hier bei MSC Hochneukirchen und wir werden für euch die neuen Viertakt Husqvarna Modelle für euch testen. Bei allen Husqvarna Modellen war der Hauptaugenmerk für 2021 das Fahrwerk. Fangen wir bei der Gabel an. Es wurde hier ein Handversteller in der Zugstufe verbaut. Die Außenrohre in der Gabel wurden überarbeitet. Weiters wurde auch das Fahrwerksetting angepasst. Im Gegensatz zu der KTM wurde die Gabel und Federbein 1 cm eingekürzt. Natürlich musste man auch die Umlenkung dazu anpassen. Neben den kleinen Änderungen am Motor wurde auch das Mapping verändert. Das Mapping 1 ist Standard geblieben. Mapping 2 wurde von dem mittleren bis zum oberen Drehzahlbereich etwas aggressiver gemacht. Die Änderungen an den neuen Husqvarna-Modellen, Fahrwerk, Einkürzung, wirkt sich sehr positiv beim Kurvenfahren aus. Viel mehr Handling, also für mich als eher Kleingewachsener, das ist eigentlich viel, viel leichter beim Kurvenfahren. Ich kann leicht in die Rillen einfädeln und die Balance ist für mich einfach angenehmer zum Fahren, weil der Schwerpunkt viel tiefer ist. Also sagen wir, für kleinere Leute glaube ich schon, dass das ein großer Vorteil ist, die neue Husqvarna-Serie. Die Änderungen an den Mappings bei der 450er. Mapping 1 ja, fühlt sich angenehm, sanft zum Fahren an, ist für Hartboden sicher gut geeignet und auch für Hobbyfahrer. Mapping 2 ist schon von Mitte oben raus viel spontaner, aggressiver. Und bei tiefen Böden oder Sand wirkt sich das sicher sehr positiv zum Fahren aus. Und auch für die Profis werden sicher mehr die das Mapping 2 bevorzugen. Also ist es für Hobbyfahrer das Einzelmapping sicher am besten zum Fahren. Und der also ein bisschen mehr Power noch will, fährt mit dem zweiten Mapping.